Hallo ihr Lieben, das ist ein weiteres meiner 10.000 Videos, in denen ich zu erklären versuche, was genau das Problem mit Aristokratie ist und welches Problem Demokratie noch alles löst, weil Demokratie löst sehr viele Probleme gleichzeitig. Und ich bin gerade akut inspiriert von einem TED-Talk von einer gewissen I.O. Tillet Wright. Der TED-Talk, den werde ich natürlich auch verlinken, heißt 50 Shades of Gay. Das ist also eigentlich nur der Auslöser, weil man darin nochmal was sehen kann, was wir sagen, ein generelles Problem ist zwischen uns Menschen und wo vielleicht nicht so ganz klar ist, was das mit Aristokratie und Demokratie zu tun hat. Also Aristokratie, die Herrschaft der Besten, wörtlich übersetzt, der Aristoi von Aristos, altgriechisch der Beste, stellt ja die Frage, wer soll am besten herrschen? Wer ist am besten geeignet zu herrschen? Und jetzt ist es so, dass wir Menschen unterteilen in Kategorien, also dass wir so Schubladen aufmachen, wo wir Leute reinstecken, ist das Normalste von der Welt. So arbeitet nun mal unser Gehirn und da Menschen für andere Menschen ein wichtiges Ding auf der Welt sind, wenn man das mal so sagen will, Ding, also sagen wir mal so ein wichtiges Gegenüber, eine Erscheinung, eine irgendwas, auf was wir treffen. Natürlich haben wir 20.000 Kategorien, um Menschen irgendwie zu verordnen, um halt zu wissen, wie können wir uns dem gegenüber verhalten, welche unserer eigenen 10.000 Verhaltensschubladen tun wir den anderen reinstecken, gerade momentan situativ, weil wir halt davon ableiten, was wir halt dem Menschen gegenüber machen und was wir nicht machen. Das ist total normal, so arbeitet unser Gehirn. Das ist auch völlig unvermeidlich. Also, dass man Menschen in Schubladen steckt, ist jetzt nicht an sich ein Riesenproblem. Problematisch wird es manchmal, den halt wieder aus der Schublade rauszulassen, wenn er sich dann plötzlich anders verhält, eine andere Situation eintritt und so. Es kann aber auch sehr spannend sein und sehr spielerisch sein. Also wir Menschen sind durchaus in der Lage, das auch zu genießen. Das ist eben auch noch in sich und problematisch. Problematisch wird es eigentlich erst durch die Verfassung, durch die Staatsform der Aristokratie. Weil indem sozusagen jetzt Machtfragen in diese Unterscheidung von Menschen hineinfließen, wird es plötzlich zu einer sehr, sehr geladenen Frage, wer bist dann du? Ne? Also zum Beispiel, bist du jetzt homosexuell, bist du heterosexuell, bist du ein Mann, bist du eine Frau, bist du eingeboren, bist du zugewandert, bist du alt, bist du jung, bist du dieses, bist du jenes, hast du viel Geld, hast du wenig Geld, kommst du aus genau der genau Gegend, hast du die und die Einstellung? Also all diese Dinge, die an sich eine sehr spielerische Interaktion zulassen würden, werden jetzt plötzlich geladen mit Machtfragen, nämlich mit der Frage, wer soll herrschen? Und das Elegante an der Demokratie ist, also an der Losdemokratie, die, wenn wir ehrlich sind, die einzige Art ist, die wir wirklich Demokratie nennen können, weil sie eben genau dieses Problem löst, dafür ist Demokratie halt nun mal da, ist, sich in Machtfragen völlig blind zu machen gegenüber all diesen Schubladen und Kategorien, in die wir uns im privaten Kontakt mal ernsthafter, mal spielerischer wechselseitig reinstecken. Und das passiert eben über die Zufallsauswahl, über das demokratische Losverfahren. Das heißt, wenn eine Gesellschaft sich eine demokratische Verfassung gibt und zentral auf das demokratische Losverfahren setzt, um Machtfragen zu klären, spielen Machtfragen plötzlich keine Rollen mehr. Und diese sehr, sehr unterschiedlichen Kategorien, in die wir uns stecken können, werden sozusagen entspannt. Es ist entspannt, es ist keine Frage mehr, es ist nicht mehr wichtig für Politik, für Machtfragen, ob du eine Frau, ob du ein Mann, ob du alt, ob du jung, ob du reich, ob du arm bist oder ob du diese oder jene Einstellung gerade momentan hast oder eine ganz andere, wo du wohnst und so weiter. Das spielt in Hinsicht auf Macht oder auf Wertigkeit plötzlich keine Rolle. Und die Demokratie, indem sie das Losverfahren nutzt, setzt also eine kategorische Gleichwertigkeit zwischen den Menschen und zwar eben nicht nur auf dem Papier, nicht nur in leerem Gerede wie ich hier, sondern institutionell verfahrenstechnisch. Das ist also ein Verfahren, um Machtfragen aus dem Spiel zu nehmen. Und das hat auf uns Menschen eine ganz erstaunliche Wirkung. Es entspannt uns nämlich ganz gewaltig. Wir sehen dann, dass wir also permanent in so einer latenten Bedrohungszustand wechselseitig waren vorher, wo wir permanent die Frage hatten, werde ich hier vielleicht über den Tisch gezogen? Werde ich hier vielleicht ausgeschlossen? Sind vielleicht andere mehr am Drücker als jetzt die Kategorien, in die ich mich selber stecke? Dadurch werden diese sehr spielerischen Möglichkeiten, die wir Menschen haben, weil wir eben alle multidimensionale Wesen sind, also im Sinne von, wir haben sehr viele Bedürfnisse gleichzeitig, wir haben sehr viele Verhaltensmöglichkeiten gleichzeitig, wir haben halt sehr viele Dimensionen, also so ein bisschen plakativ, wir sind alle multiple Persönlichkeiten, all the time. Das wird sehr, sehr, sehr aufgeladen und Leute werden also gezwungen, sich identitär festzulegen und also eine fixe Identität auszubilden, um diese Machtfragen zu klären. Das passiert aber nur in der Aristokratie.
Und deswegen sind Aristokratien so wahnsinnig unentspannt, was jetzt so spielerische Dinge angeht. Das heißt, entgegen dem, was wir manchmal glauben, das käme aus der menschlichen Natur, dass wir so unentspannt sind und dass Machtfragen so wahnsinnig geladen sind, kommt es nicht wirklich aus der menschlichen Natur, sondern es kommt aus einer ganz bestimmten Verfassungsform, nämlich aus der aristokratischen Verfassung. Wenn eine Gesellschaft eine aristokratische Verfassung hat, wo eben private Eigenschaften eine Wahnsinnsrolle spielen für die Frage, wie nah bist du am Zentrum der Macht oder wie weit bist du entfernt vom Zentrum der Macht, wie nah bist du auch an den zentralen Fleischtöpfen oder wie weit weg bist du davon, dann wird es halt unentspannt, dann können wir nicht mehr so gut miteinander spielen, dann wird es halt geladen. Und dann beginnen halt gesellschaftliche Kämpfe, ne? Kämpfe um Rechte und so weiter, für diese und jene Gruppe. Aber in diesen Kämpfen passiert auch keine Entspannung, obwohl eigentlich Entspannung das offensichtliche Ziel ist, sondern man bildet neue Kategorien aus. Aber die bildet man deswegen, um Fronten bilden zu können, um Parteien bilden zu können. Das führt aber nicht zum eigentlichen Ziel, was wir wollen, weil das eigentliche Ziel, was alle Menschen wollen, meiner Meinung nach, ist tatsächlich Demokratie. Aber Demokratie erreichst du halt nicht über aristokratische Verfahren, sondern eben nur durch Demokratie. Demokratie ist sozusagen Weg und Ziel gleichzeitig. Und was wir halt sehr häufig versuchen, ist, dass wir also eigentlich das eigentliche Ziel, dass wir ein gutes Miteinander haben, auf aristokratischen Wegen anstreben, also an typisch aristokratischen Formen von Politik. Das führt aber immer nur zu weiteren Kämpfen und Spaltungen zwischen uns, zu weiteren Schubladen, die, wie gesagt, an sich völlig unproblematisch sind, aber die jetzt geladen werden. Ja, ich gehöre jetzt zu der und der Gruppe und die Gruppe bekämpft die und die Gruppe in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Führt zu Kämpfen, führt aber immer zu einer aristokratischen Ordnung. Also, wenn ich jetzt sehr, wie soll man sagen, weit gehe oder vorausschauend agiere oder systemisch denke, dann ist es halt so, dass es dann auf eine gewisse Weise völlig egal ist in der aristokratischen Ordnung, wer am Drücker ist, weil das bedeutet in jedem Fall, die Gesellschaft ist unentspannt. Ja, es wird also, die Fantasie ist ja oft, wenn diese oder jene Gruppe an den Drücker kommt, die und jene guten Menschen, was auch immer ich als guter Mensch definiere, das ist ja wieder höchst privat und kann auch wieder von Moment zu Moment ja sich ändern, wie wir alle wissen. Es ändert halt nichts daran, dass ein unentspanntes Verhältnis bleibt, weil sich halt immer Leute ausgegrenzt fühlen oder jetzt von den Fleischtöpfen entfernt fühlen und so weiter. Ne? Das ist also. Ja, führt zu keiner strukturellen Änderung, sondern führt halt nur zu einem weiteren Gekämpfe und Gekrampfe zwischen uns, zu weiteren Kategorisierungen, die jetzt wieder neu aufgeladen werden. Und es kommen natürlich immer neue Kategorien und andere Kategorien verschwinden aus dem Spiel. Aber das Grundspiel, dass es ein Kampfspiel ist, ein Tauziehen, bleibt halt das gleiche, solange nicht Demokratie ins Spiel kommt, das also mit einem Schlag diese ganzen Machtkämpfe beendet. Und so hat man es eben in der antiken Demokratie gemacht. Man hat mit einem Schlag diese kleistinischen Reformen gemacht, wo man aufs Losverfahren gesetzt hat. Und schwupps hatte man politische Einheit. Zauberei, ja, von einem Schlag auf den anderen. War vorher undenkbar. Vorher hatten die also Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte der sogenannten Stasis, also der Bürgerkrieg in der Polis, in diesen Stadtstaaten, wo sie sich also gegenseitig permanent zerfleischt haben. Und plötzlich war Ruhe. Das war sehr erstaunlich. Also es war nicht Ruhe in dem Sinn, dass die nichts mehr gemacht haben. Die waren nicht grundgechillt, die waren dann sehr aggressiv nach außen leider. Das machen wir besser nicht nach, indem wir eben eine globale Demokratie machen. Das ist relativ wichtig. Aber intern miteinander waren die plötzlich gechillt, weil sie plötzlich eben diese Gleichheit hatten, diese Gleichwertigkeit, aber sie hatten sie eben verfassungsmäßig institutionell garantiert, weil das Losverfahren eben blind ist für die Unterschiede. Es war dann nicht mehr wichtig, ob du aus der oder der Gegend von Attika kamst, ob du aus einer Adelsfamilie kamst oder ein einfacher Bürger warst, ob du viel Besitz hattest oder wenig Besitz hast, ob deine Familie einen guten oder einen schlechten Ruf hatte. Das war alles plötzlich gleichgültig, ja, für diese kleine Gruppe unter denen, die das gemacht haben. Aber das Prinzip kann man kopieren und kann man eben ausweiten. Man kann es eben ausweiten auf ne, auch Weltbevölkerung, man kann es ausweiten auf alle gesellschaftlichen Gruppen ab einem bestimmten Alter, wo auch immer wir dann die Grenze ziehen wollen, ab wo wir politische Beteiligung für sinnvoll halten. Ne? Ich bin ja so bei 10, 12 Jahren, könnte man das von mir aus beginnen. Andere sind da vielleicht ein bisschen vorsichtiger und sagen 14 Jahre, 16 Jahre, irgendwie sowas. Aber ab einem bestimmten Alter ist jeder im Lostopf. Das bedeutet, du kannst gerade sein, wer du gerade willst, und das hat keinen Impact darauf, auf deine Beteiligung an der Staatsmacht, an der gemeinsamen Macht, an der Staatsgewalt. Keiner von uns ist näher am Staat, keiner von uns ist weiter am Staat, nur weil er jetzt gerade privat dieses oder jenes am Staat hat und dieses oder jenes macht. Ja, also das gibt uns sehr, sehr viel Freiheit, weil eben die Machtfrage aus dem Spiel genommen wird. Und das ist die eigentliche Leistung der Demokratie, dass sie die Machtfrage aus dem Spiel nimmt, indem sie Macht kategorisch gleich verteilt und nicht mehr auf die privaten Unterschiede macht.
achtet. Und wie macht Demokratie das? Sie macht es, indem sie das demokratische Losverfahren nutzt. Das ist die zentrale Kategorie der Demokratie, das Losverfahren. Diese Einebnung von Machtkämpfen, diese Befreiung von dieser wechselseitigen Bedrohtheit. Ich könnte jetzt, wenn ich XY werde oder tue, ausgeschlossen werden von der gemeinsamen Macht. Das ist dann mit einem Schlag vom Tisch. Und dann werden wir Menschen sehr viel experimenteller, wir können sehr viel besser spielen im Privaten, weil wir nicht mehr ständig bedroht sind von der Frage, wenn ich mich jetzt aber in diese oder jene Richtung entwickle, hat das ja vielleicht Nachteile für mich. Das wird dann einfach unwichtig, weil uns dann unsere demokratische Verfassung garantiert, egal was wir tun, egal was wir werden, von der politischen Macht werden wir nicht ausgeschlossen werden. Das ist eine Garantie für alle und das entspannt eine Gesellschaft fundamental. Auch in privater Hinsicht, obwohl das rein auf der politischen Ebene passiert. Aber das eben Machtfragen sind für uns Affenwesen wichtige Fragen. Und naja, das kriegen wir nicht vom Tisch, wir müssen es irgendwie lösen. Und die wirklich, wie soll ich sagen, wiedergordische Knoten, ja, mit einem Schlag durchschlagen, das ist keine Kompromisslösung, es ist keine allmähliche Lösung, es ist wirklich eine schlagartige Lösung, durch die man einen schlagartigen politischen Klimawandel, aber einen eben sehr positiven, herbeiführen kann, wenn man zentral aufs demokratische Losverfahren plötzlich abstellt, was die Machtfrage angeht und einfach sagt, wir haben alle gleiche Macht, wir sind alle freie und gleiche auf der politischen Ebene, egal wer wir im Privaten gerade sind, woher wir kommen, wohin wir gehen, wohin wir uns entwickeln, Machtfrage bleibt kategorisch gleich. Das gibt uns große, große Freiheiten und große, große Entspanntheit. Ceterum censeo, Demokratiam esse sotienda.